Den deutschen Ex-Meister am Pauschenpferd muss man nicht unbedingt neu vorstellen, Philipp Sorrer. Aber schön zu sehen, dass du für die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr nach Olympia im WM-Jahr fit bist, oder? Ja, fit bin ich schon. Meine ganzen Verletzungssachen, jetzt mit Rückenproblematik, letztes Jahr habe ich bei 4 Geräte geturnt. Dieses Jahr, denke ich, ist der Sechskampf wieder am Start und schauen, was dabei rauskommt. Ein bisschen präziser. Was heißt, was soll rauskommen am besten? Was soll rauskommen? Ja, das ist schwierig. Also erstmal natürlich ein guter Sechskampf. Und dann mal schauen, was an den einzelnen Geräten so möglich ist. Ihr habt einen Trainerwechsel jetzt hinter euch oder seid mittendrin nach Jens Milbrat, Sebastian Faust. Zwei Ex-Athleten sind eure Trainer. Wie läuft das jetzt? Menschlich, zwischenmenschlich? Also mit dem Sebastian komme ich sehr gut klar. Das ist ein sehr freundlicher, positiver Mensch, der, denke ich mal, hat mich in den letzten Monaten ein bisschen wieder zurechtgerückt. Jetzt nicht was so, also ja, turnerisch mäßig, würde ich sagen. Was im ersten Vierteljahr vielleicht nicht ganz so gut lief, hat er jetzt mit mir probiert, im letzten Monat nochmal ein bisschen was aus mich rauszuholen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also durchaus motiviert? Ja, ich und er sind motiviert für die Meisterschaften, ja. Sehr schön. Das ist dieses Jahr. Dann mal einen Blick weiter. Ist Rio im Radarsystem von Philipp Sorrer? Klar, warum sollte das nicht im Radarsystem sein? Mal schauen, wie lange körpermäßig das alles noch durch so mitmacht. Und dann muss ich natürlich meine Leistung bringen. Wenn ich meine Leistung bringe, warum nicht? Alles Gute erstmal für die nächsten Etappen. Danke. Danke auch.